Das habe ich ein bisschen verdreht. Ich glaube, du musst mal ab. Denn du. So. Ah, sieht doch sehr viel schöner aus, muss ich mal zugeben. Sums, sums, sums. So kommt man hier schon runter. Kann man ja gegebenenfalls auch noch ganz runterziehen und anders ausbauen. Müssen wir mal gucken. Wie sieht es denn draußen jetzt überhaupt mal aus? Vielleicht können wir mal wieder neu ernten. Also Geist unter Dunkelheit, den Film finde ich wirklich richtig toll. Habe ich super gerne gesehen. Of the Saint, ich weiß nicht, Val Kilmer spielt ja, glaube ich. Verdammt, da ist doch wieder was kaputt. Wer macht das immer? Ich muss mir schon wieder meine Feldhacke holen. Ich glaube, ich ziehe ja bald noch höhere Mauern rum. Den Kiesweg werden wir auch noch gleich ausbauen. Erstmal können wir wieder direkt schlafen. Hui, Filme. Quentin Tarantino-Filme mag ich relativ gerne, muss ich sagen. Joa, boah. Wohin genau? Ja, Animes ist ja, glaube ich, inzwischen relativ bekannt unter meinen Zuschauern, dass ich ein großer Anime- und Manga-Fan bin. Auch generell so Japan, die Kultur und alles dort sehr mag und schätze und auch irgendwann da super gerne mal hinreisen würde. Wenn ich bis dahin noch YouTube betreibe, wird es wahrscheinlich dann auch einen extra Kanal für sowas geben, wo ich da wirklich solche Videos sehe. Und dann könnt ihr mich bei Real Life sehen und dann kann ich schön euer Bild zerstören, wie ihr denkt, wie ich aussehe und was könnte zur Stimme passen. Wahrscheinlich wird da kommen, oh mein Gott, er hat es zerstört, das Bild. Das passt überhaupt nicht. Das finde ich immer genial, wenn das so YouTuber dann machen, die dann irgendwann mal auf die Idee kommen, hey, ich zeig euch mal, wie ich aussehe, irgendein Real Life Video machen. Okay. Und dann erstmal so richtig schön das Bild, was er von ihnen hatte, zerstört. Yay! Ah, ein bisschen Platz könnten wir theoretisch noch gebrauchen. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist das da. So, und dabei war ja aber gar nicht klar, dass das da war. Also, was hast du denn hier? Auf die Omme! Auf die Nuss! Weg mit dir! Ohne Verdruss! Palim, palim, Level 30, wir können wieder enchanten, yeah! So, das Geruffel da schmeißen wir auch um rein, zack. Obwohl, ist schon alles runter. Jo, ein bisschen Licht noch auf den Mauern, das ist aber relativ egal. Einmal runter. Ach du Scheiße, wir sind voll. Ich mag es jetzt schon. Unsere kleine Erntemaschine hier. Uiuiui, jetzt ist er hochgebracht. Da braucht man echt leere Taschen. So, Seeds. Seeds sei noch gar nicht aufgesammelt. Jo, Kartoffeln. Potato. Die giftigen Potatoes schmeißen wir auch mal kurzzeitig hier mit rein. Hier mal ein bisschen Weizen. Für Möhre haben wir noch gar keine Doppelkiste. Zack. Ah! Was mache ich denn heute? So, eine Kiste. Zack. Komm! Oder habe ich die da? Ach, verdammt, da oben sind die Möhren drin. Egal. Jetzt sind da auch welche. So, juckt eine Nase. Ja, Lieblingsgenres und so weiter und so fort. Musik höre ich auch eigentlich, was mir gefällt. Da muss ich wirklich sagen, also von klassischer Musik bis hin zu modern, ab und zu auch mal hier so, was man als Disco-Musik wohl bezeichnen könnte, aber das ist fast schon selten. So, erstmal einmal Seeds hier rein. Einmal Weizen hier rein. Und jetzt erstmal Möhrchen hier rein. So, den Rest möchte ich noch auf der Tasche behalten. Aber ja, noch nicht wissen, was wir alles nachpflanzen müssen. Sonst laufe ich gleich noch 10 Mal. So, wumms. Ja. Also wie gesagt, wenn ihr weitere Fragen habt, ich freue mich darüber, über Zuschauerfragen, werde weitestgehend die auch beantworten, soweit es in dem Bereich ist, dass ich es beantworten möchte. Und yeah. Dann würde ich mal sagen, kümmern wir uns jetzt mal weiter hier um das fröhliche Let's Play. Ich hatte ja, ich hoffe mal, Red Sherrod sieht diese Folge nicht. Ich hatte ihn ja auch ein bisschen genappt in der Aufnahme gestern, weil die Frage, die ich eben erwähnt habe, die kam unter dem Video Jugendsünden. Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo was war. Ich glaube, da hinten war das. Hier waren Möhren, ne? Ja.
Und da habe ich natürlich genappt, weil er ja da nicht drüber sprechen wollte, über seine bösen Jugendsünden, was man da so serienmäßig und so weiter hat. Da habe ich ihn ja echt ein bisschen genappt und habe dann gesagt, das wäre auch eine Zuschauerfrage gewesen. Ich hatte ja so ein bisschen drauf gehofft, dass die von euch auch wirklich kommt, aber er ist drauf reingefallen und bitte ihm nicht verraten. Shh. Ja. So wirklich drüber gesprochen hat er. Oh, gut, ein bisschen haben wir drüber geredet. Jetzt nicht so mega. Oh, aber immerhin. So. Oh, da brauchen wir echt viel, um das wieder anzupflanzen. Ich glaube, da kann ich gleich nochmal was holen. Gegebenenfalls von dem anderen Gelumpse. Auf jeden Fall haben wir Möhrchen durch. So. Können wir jetzt schon mal Seeds runterholen. Yo, Potato, Potato. Ach, war das schön. Aber muss man sagen, ja, auch die Folge 100, die ja jetzt... oh Gottchen, wenn ihr das hier seht... Ja, wenn ihr dieses hier seht, ist die schon längst draußen. Hat ja auch riesen Spaß gemacht. Ich freue mich auch richtig, dass Vizebeast immer besser läuft. Wird wohl auch in Zukunft wieder Minecraft PvP geben. Also das hat mir Spaß gemacht da mit Namoto. Und da werde ich wohl auch mal dranbleiben. Jetzt brauchen wir echt noch Kartoffeln. Das will ich dann auch mal machen und mal schauen, vielleicht fehlt ja auch noch mal jemanden. Oder vielleicht mal mit einer Moto, muss man mal sehen, falls er Lust hat. Ansonsten, was gibt's noch Schönes Neues? Inzwischen gibt's ja auch ein eigenes Intro für, Gottchen, für Crysis. Ja, Crysis, genau, für den Crysis 3 Multiplayer. Es gibt ein neues Intro, ich weiß noch nicht, wo ich das, wo ich das einbauen werde, hat auch Namoto war so freundlich, hat mir da noch ein Intro gemacht, was ich sehr toll finde, wo ich noch nicht weiß, wo ich das für einbauen werde, ob ich das für die Minecraft PvPs nehme, ob ich es hier vielleicht mit einsetze. Also das wird jetzt auch so auf kurz oder lang kommen, auch wenn ich Zeit habe, werde ich ein paar neue Intros erstellen für die verschiedenen Projekte dann auch. Es wird dann so eine Art allgemeines Intro geben und dann eben für bestimmte Projekte dann auch wirklich ein eigenes. Da muss man auch schauen, wie das dann noch alles wird. Und ich bin eh gespannt, wo sich das mit diesem Kanal noch alles hin entwickeln wird. Mit eurer Hilfe natürlich. Ach ja, seht ihr. Und da kann ich ja gleich hier auch nochmal sagen, ich weiß jetzt gar nicht, die Folge könnte jetzt sogar aktuell mit dieser hier draußen sein. Crysis 3 Multiplayer Folge 81. Wenn ihr dieses seht, bitte unterstützt die Aktion, die ich dahinter habe, gegen dieses elende Gekicke und so weiter, was ja stellenweise auf den Servern betrieben wird, wenn mal einer irgendwie einen Moment hat, wo er besser ist. Das ist mir bei der letzten Community-Aufnahme selbst passiert. Ich hatte eine gute Situation, hab mich darüber gefreut und kaum war die Situation noch nicht mal ganz vorbei, da kam schon Kick-Anfrage, die natürlich auch noch erfolgreich war. Na, ich bin ja auch so ein böser Cheater, gerade beim Multiplayer-Game. Das ist dann auch der Vorteil, wenn die nicht wissen, dass man Let's Player ist. Ich hatte ja nicht mal mehr Gelegenheit, sonst hätte ich das doch wirklich kackendreist reingeschrieben. Hey, danke fürs Kicken. Das Video kommt auf YouTube. Um die Ausnahme so ein bisschen. Und ich möchte dann mit diesem Video, mit der 81, halt wirklich ein Statement dagegen machen. Gegen diese elende Kickerei. Die geht ein auf den Senkel. Die ist scheiße. Und nur weil mal einer im Moment in irgendeiner Situation wirklich ein klitzekleines Ticken besser war. Deswegen gleich kicken. Also, hallo, was soll denn sowas bitte? Mal ehrlich. Also, ich habe mich ja schon über die ganzen Hater-Kiddies so aufgeregt. Aber das ist, finde ich, noch schlimmer. Und ich bin ja auch immer, wenn es irgendwie hier, wenn ich aufnehme, das habt ihr vielleicht auch schon mitgekriegt, falls ihr den Crysis 3 Multiplayer verfolgt. Da bin ich ja auch einer, der dann immer, wenn es sowas kommt, dass da so ein Kicker in Frage kommt, bin ich eigentlich immer da strikt dagegen und stimme mit Nein. In meinem Fall war es anscheinend so, dass ich glaube, 4 oder 5 haben dafür gestimmt. Das hat wohl gereicht, um mich da runterzuwerfen. Wahrscheinlich welche, die ich schon ein paar Mal abgeledert hatte. Ja. Ich, Kacknoob, der so schlecht in dem Spiel ist, hat mal einen halbwegs guten Tag. Nimmt auch noch mit ein paar Zuschauern auf, die da ja mit bei waren, was mich auch riesig gefreut hat. Und dann sowas. Ich hab mich, also zwischen Freude und Abrasten war ich irgendwo. Genau, Katzi, das findest du auch, ne? Ah, wisst ihr was, hier mal, komm, die Pressure Plate, warum wir da hier nicht mehr so... und da, ja, wie gesagt, tut mir einen Gefallen, unterstützt das Video, verbreitet es, teilt es mit euren Freunden auf Facebook, auf Twitter, mit sonst wen auf der ganzen Welt. Ich mache das jetzt nicht, weil ich möchte, dass dadurch mein Kanal irgendwie wirklich bekannt wird oder so.
Ich mache das wirklich mit dem Hintergedanken, dass ich ein Statement gegen dieses dämliche, unnötige Gekicke machen möchte. Und wirklich da mal darauf hinweisen will, dass das absoluter Bullshit ist. Wenn da einer offensichtlich, wirklich offensichtlich cheatet, okay, dann sag ich da auch nichts gegen, ne? Aber bei sowas, nur weil ein anderer besser ist als man selbst in dem Moment, den kicken zu lassen. Und das habe ich schon so oft bei diesen Aufnahmen gesehen. Nee, das kann's nicht sein. Und da möchte ich, wie gesagt, dieses Statement gegensetzen. Und ich hoffe, ihr unterstützt das mannigfaltig. Das würde mich super mega freuen. Also wie gesagt, tut mir den Gefallen, verbreitet es, macht das Video bekannt. Folge 81, ich weiß noch nicht, wie ich sie nennen werde. Im Moment läuft es bei mir unter dem Namen, war ich zu gut oder so. Ich muss mal gucken. Ich werde es wahrscheinlich dann wirklich so ein Statement gegen Kicker oder irgendwie so umtaufen auch noch. Und ich hoffe, dass ihr das wirklich unterstützt. Und wenn ihr was dagegen habt, dann auch wirklich Daumen hoch und so. Helft dabei. So. Es würde mich tierisch freuen. Und damit man da wirklich mal ein Zeichen setzt nach dem Motto, hey, denkt mal drüber nach, das ist scheiße, was ihr macht. Also, beteiligt euch. Es wird mich richtig freuen. Und schon einmal an alle, die das auch machen werden, vielen Dank im Voraus. Also im Voraus aus meiner Ausnahmesicht und generell, wie gesagt, teilt es, macht es. Es wird mich super freuen. So, und jetzt mal wieder auch andere Themen. Wir sind ja auch gleich durch mit dieser Aufnahme hier. Oh Mann, ich freue mich, wenn ich endlich mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe und dann vielleicht auch mal länger aufnehmen kann. Und nicht nur wirklich so von Woche zu Woche, was ich brauche. Weil dann kann ich auch mal wieder so schöne Expeditionen machen. Schnief, meine kaputte Map fehlt mir immer noch, obwohl ich noch nicht geguckt habe, ob sie vielleicht wieder heile ist. Auch wenn ich es bezweifle. So. Zack, 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 zack. Computer says no. Zack, 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 zack. No. Nein! Böses Gravel. Ja, sieht, auf jeden Fall sieht es doch hier so langsam auch schöner aus. Das kann man doch schon mal anbieten, ne? Und verkaufen für teuer, teuer Geld. Ja, da kommt er wieder durch, der Geld, geile YouTuber. Verhältst du's richtig? So. So. Hier ist auch alles tutti kompletti. Hier ist auch wunderschön. Ah, und ja, habe ich hier hinten eigentlich schon eine Erdkiste? Erde! Tatsache! Das heißt, ich kann hier schon mal den machen. Boah, ich erinnere mich noch an den Creeper, der da bei um die Ecke kam, wie ich hier gerade in die Kisten sortiert habe. Oh, wieso er die hingestellt habe und das erste Kram reingeschmissen. Mann, Mann, Mann. Eieieiei, so. Ne, Mizi? Ja! Ich freue mich wirklich darauf, wenn ich mehr Zeit habe, alleine auch schon mich dann vielleicht um ein paar neue Projekte kümmern zu können. Ein neues habe ich ja sogar schon begonnen aufzunehmen. Geil. Der Pfeil hing in der Tür, hat aber den Creeper trotzdem getroffen. Bäh! Ja, komm her, du! Stirb! Elender! Uah, du genauso! Weg mit dir! Uah, noch ein bisschen Action zum Ende der Aufnahme. Und ein paar neue Level und mal gucken, was er damit ist. Damit könnte ich ja mal anfangen, meine Rüstung zu entscharten. Jo! Ich glaube, das ist sogar eine gute Idee. Und ich hoffe, wir kriegen was Gutes drauf. Wir nehmen erstmal die Diamond Chestplate. Die ich ja durch böses Trip-Mining mir im Endeffekt erwirtschaftet habe, aber es war halt nicht anders möglich. Die Diamanten im normalen LP suchen wäre echt. Ja. So, drückt die Daumen. Und. Na, super. Krieg jetzt schon das Reihen. Was soll ich denn mit Fire Protection? Ich glaube, ich enchante das nächste Mal, wenn ich 30 Level habe, einfach Bücher und haue dann die Bücher über den Amboss drauf. Will, muss ich mir auch so noch eine kleine Werkstatt hier irgendwo anlegen. Einlegen, genau. 30 Level für so einen Schmarrn. Na okay, im Nether wäre das vielleicht gar nicht mal so ungeil, mit Fire Protection rumzulaufen, wenn man so auf die Jagd nach mannigfaltigen Gesindel dort geht. So, jetzt würde ich gerne mal fliegen und ein schönes Bild von oben machen, aber das kann ich ja nicht.
Ah, die Zeit ist jetzt auch passend um. Dann sage ich schon mal, vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Vielen Dank, wenn ihr die Aktion gegen Kicker, gegen diese so dämliche Gekicke auf den Multiplayer-Servern unterstützt. Das ist ja nicht nur bei Chryso, sondern auch bei vielen anderen. Und ja, in dem Sinne, bis zur nächsten Aufnahme. Let's Survive Minecraft oder irgendein anderes Projekt, wo immer ihr auch Lust zu habt. Schaut rein, ich freue mich darüber. Ich freue mich über Kommentare. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch, tut nicht weh und freut mich auch. Und ja, bis denne, euer Herr Okami. Tschö.